Funktioniert das? Ja, ich glaube, das verstehen nicht alle. Herzlich willkommen zu unserem Q&A. Heute bei uns Fabrizio Sebel, Inhaber vom Serengeti-Park, und Jörg Kraft, Leiter der, sagt man, Bereichsleiter Fahrgeschäfte, Aktion. Ja, das auch. Ja, also wir haben eine sehr, sehr offene Fragerunde. Das heißt, wir fangen jetzt mal so mit zwei, drei Fragen an, damit ihr mal seht, was man so alles fragen kann. Und dann fühlt euch frei, Fragen zu stellen. Ihr könnt alles fragen, was ihr wollt. Im schlimmsten Fall gibt es einfach keine Antwort. Super. Ja, wollen Sie sich vielleicht einfach erstmal selber vorstellen? Also Inhaber, das ist ja schon mal was, aber wer sind Sie, was machen Sie so? Ja, also Fabrizio Sebel, Doktor in Marketing und Wirtschaft in Mailand, promoviert in 1993 mittlerweile. Und ich habe die große Ehre gehabt, ein Stipendium zu gewinnen in meiner Universität in Mailand. Und ich konnte 100 Parks weltweit besuchen und deren Marketingtechniken und alles mögliche, Besucherzahlen, Größe, Zielgruppen, konnte ich alles erforschen, und das habe ich alles in eine Doktorarbeit reingesteckt, über 750 Seiten. Und wenn der Park heute so erfolgreich ist, ist es auch dank dieser unglaublichen Erfahrung. Da war ich keine 23, von daher hat sich das alles eingeprägt. Ich bin natürlich die große Seele des Parkes. Ich verkörper diesen Park, ich lebe den, atme den ein und aus jeden Tag mit größter Leidenschaft und Begeisterung, und bin auch noch so ein bisschen der Visionär, habe die Ideen, die ihr hier seht, auch mit den ganzen außergewöhnlichen Sachen, die der Park bietet, diese ganzen Safaris und so, die sind natürlich aus Lebenserfahrungen und aus vielen Urlauben, wo man natürlich nochmal Parks besucht hat, entstanden. Ich bin auch da, um natürlich die Mitarbeiter, die den Kern dieses Parkes sind, ohne die existieren diese Parks überhaupt nicht, hoch zu motivieren, ständig neu herauszufordern, zu fördern mit Weiterbildung und die natürlich auch sehr gut zu bezahlen. Ja, und ich liebe den Park so sehr, weil ich den natürlich unglaublich kenne. Ich war 3,5, als ich hier angekommen bin, und habe mein allererstes Liebeskuss hinter einem Busch in der Nähe der Affengehege gehabt. Es war auch kein Affe, es war tatsächlich eine Künstlerin. Wir hatten damals einen Zirkus, weil der Park hatte nicht so viel Geld. Und mein Vater hatte damals die Idee, damit wir auch eine Show haben, einen Zirkus zu engagieren. Die waren 6 oder 7 Jahre da, und da hat eine wunderschöne Frau gearbeitet. Die ist über so ein Seil gelaufen mit einer Riesenschlange. Sie war nur 14 Jahre alt und ich war 12. Und die war wunderschön. Blaue Augen, schwarze Haare, so ein bisschen wie Esmeralda in dem Disney-Zeichentrickfilm. Und da konnte ich nicht widerstehen, da gab es den ersten romantischen Liebeskuss sogar. Ja, und ich kenne den Park wirklich in fast jedem Pflasterstein, und bin total committed, also stehe voll hinter dem Park und hinter den Visionen. Das ist halt der große Vorteil, wenn das Eigentümer geführt ist und Familien geführt ist. Und ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass so viele mitgemacht haben,
Ich danke euch von Herzen, dass ihr gekommen seid und bin ganz, ganz offen für eure Fragen. Dankeschön. Ja, dann vielleicht nochmal zu dir, Jörg. Was hast du denn gemacht? Wieso stehst du jetzt hier? Was machst du hier? Also ich frage mich, wie so ein Würzer zu machen. Ja. Ja, also mein Name ist Jörg Kraft. Ich arbeite schon seit 1993 im Freizeitpark. Das war immer mein großer Traum, im Freizeitpark zu arbeiten, auf der Kirmes. Hört man mich an, ne? Ja, seit 96 im Freizeitpark, war immer mein Kindheitstraum. Meine Eltern haben mich mal gefragt, was willst du mal machen? Da habe ich mal gesagt, ab Love Express die Chips einsammeln, da wäre ich schon glücklich gewesen. Aber so, das ist wirklich mein Traumberuf. Wie gesagt, damals Warner Brothers Movie World mit eröffnet, dann ganz viel unterwegs gewesen, auch in Australien, dann über den Moviepark, dann auch ganz viel den europäischen Parks unterwegs gewesen. Und dann bin ich jetzt bei Fabrizio gelandet und bin ein Teil der Serengeti-Familie seit 2017 und fühle mich richtig, richtig wohl hier. Wir können hier ganz, ganz viele Sachen verändern. Fabrizio ist auch so ein ganz verrückter, kreativer Mensch. Man sieht es hier an den Attraktionen, die ja wirklich auch einzigartig sind. Ich fühle mich super wohl hier und ihr dürft euch jetzt gerne mal, ich denke, ihr habt euch schon ein paar Fragen überlegt, die ihr gerne stellen könnt. Wir gehen nachher nochmal zum Programmablauf. Matthias sagt was anderes, wenn ich mich jetzt falsch ausdrücke. Wir gehen gleich einmal zu der Achterbahn bzw. zu den Schienen. Die gehen wir gleich einmal besichtigen, da könnt ihr auch nochmal Fragen stellen. Da gebe ich euch noch ein paar Infos zu der Bahn. Und dann wollen wir vielleicht gleich noch eine Halloween Maze besuchen, die wir gerade am Aufbauen sind. Das ist so ein bisschen eine kleine Überraschung noch, wer da Interesse hat. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, legen wir los. Ja? Ja? Ich habe eine Frage. ich nutze die Gelegenheit, weil ich glaube, die Frage interessiert alle. Warum gucken wir uns heute die Schienen an und fahren nicht damit? Hart, aber ja, ich persönlich sehe das in vielen Parks, dass Leute stehen und nicht gefahren werden können. Woran liegt das? Naja, also die Schienen sind ja nun mal da, ne? Also, und Schiene reicht da erstmal alleine nicht aus, da gehört noch der Zug zu, aber das Wichtigste an so einer Bahn ist die ganze Elektronik und die Steuerung. Und das Problem ist, was wir haben, ist, dass diese zurzeit nicht lieferbar ist, beziehungsweise nicht komplett lieferbar. Die kommt erst, ich glaube, im Dezember zu uns und wir hätten natürlich jetzt schon im Sommer, wenn alles da gewesen wäre, hätten wir jetzt auch schon fahren können. Aber wir haben jetzt erstmal die Schienen zwischengelagert, weil wir natürlich unseren Gästen jetzt während der Hauptsaison auch die Baustelle nicht irgendwie zumuten wollten. Also wir hätten jetzt alles bauen können, dann hätte die Bahn da gestanden, aber die Gäste hätten nicht fahren können. Also haben wir dann gesagt, nee, wir parken die Schienen da und fangen dann wirklich jetzt im Herbst an, sobald der Park zumacht, geht's los mit dem Bagger, mit den Fundamentarbeiten und im Dezember soll dann auch die Elektronik kommen. Ne? Ja, wir leben in sehr, sehr eigenartige Zeiten, wo man das besprechen und dann aber Siemens liefert nicht. So, und dann konnten wir dieses Jahr für das erste Mal in meiner Geschichte ein Versprechen, also dass es auch im Sommer läuft, leider nicht halten. Wir hatten hier gerade eine wunderschöne Darstellung von unseren Artisten, das waren 4 Ukrainer und 3 Russen. Also die beweisen, dass hier Frieden geht und dass man sich nicht zerfetzen muss, dass man sich wir beherbergen sogar in dem Haus der Artisten mehrere Teile der Familie, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Also es ist ein sehr schwieriger Moment. Es ist ein sehr, sehr trauriger Moment in unserer Geschichte. Ja, wir kämpfen um unsere Werte, um Demokratie und Freiheit unbedingt. Auf der anderen Seite versuchen wir Parks, das Leben etwas leichter zu gestalten, etwas, the show must go on zu zeigen. Leider im Hintergrund passieren aber tatsächlich solche Sachen, dass der Hersteller ruft an
und sagt, es tut mir leid, ich halte meinen Termin nicht. Und natürlich hat er einen Vertrag mit uns abgeschlossen, wo in klein geschrieben war, aber auch bewusst, dass wenn wegen der Krise, damals war das die Pandemie, die Lieferketten nicht klappen, dass er nicht unbedingt dafür aufkommen soll, auch finanziell. Und wir mussten auch einen sehr großen Verlust hinnehmen, weil wir haben die ganze Werbekampagne gespielt. Das waren ungefähr 200.000 Euro Marketingausgaben für Godzimba und die sind erstmal ab im Fluss. Und man muss aber Geduld haben, verständnisvoll sein und das ist, was wir natürlich auch in eure Richtung bitten. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Wer hat denn eine Frage? Ganz viele. Eine. Erstmal eine. Also, ich gebe dir mal das Mikro. Dankeschön, hört man mich? Ja, gut. Ja, ich dachte, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Erstmal eine kleine Einstiegsfrage. und zwar, was ist unsere Lieblingsattraktion hier im Park? Das ist so das meine Lieblingsattraktion. Oder sein? Beide. Ja. Also meine auf jeden Fall die Splash Safari im Moment. Ja, wow. Also ich bin immer hin und her. Die Splash Safari natürlich auch auf jeden Fall, wer Action mag, aber ich mag auch die Dschungel Safari Tour total. Ja. So ein bisschen Entertainment Trash, da ist alles dabei. Das ist natürlich auch so ein Highlight für mich hier im Park. Okay. Dann eine weitere Frage. Wir sehen jetzt ja, dass die jetzt ja viel investieren, ja auch in den Freizeitpark Teil, die ja kommen soll. Haben Sie auch irgendwelche Pläne für eine Erweiterung der Tiere? Das macht er. Ob da eine Erweiterung möglich wäre, mal in Zukunft. Ob es mehr Tiere gibt? Also der Safari-Teil Erweiterung. Also, der Serengeti-Park ist wie beim Universum oder im Universum Zuschauen über so ein Fernglas, die Geburt eines Sterns. Wir sind noch in der Geburt und in der Phase des Wachstums und haben leider nicht so viele Finanzen, dass wir auf einmal in beide oder sogar, wir haben eigentlich vier Richtungen, in der wir permanent investieren müssen. Tierpark, Freizeitpark, Übernachtung und Gastronomie, unabhängig dann von Reparaturen und Instandhaltung. Was nach 49 Jahren auch erheblich ist. Und wir haben kein Konzert oder keine Gruppe im Hintergrund und können so ein bisschen wie so eine Harmonika investieren. Also wir können erstmal in einen Teil investieren, 4-5 Millionen, und dann in den Tierpark. Und tatsächlich in den kommenden 3 Jahren werden die Hauptinvestitionen insgesamt 8 Millionen in den Tierpark fließen. Es werden neue Anlagen entstehen und so viel darf ich aber auch nicht verraten. Aber definitiv, damit ihr das versteht, ne, wie so eine Harmonika. Ne? Manchmal Freizeitpark, ziemlich massiv, manchmal Übernachtung massiv und dann die Tierwelt massiv. Wir haben eigentlich nur diese Möglichkeit. Also wir investieren dort, dann wird 1 oder 2 Jahre amortisiert dank der Besucher und dann kann man wieder in den nächsten Sektor investieren. Also es kommen definitiv in den nächsten 3 Jahren neue Tieranlagen. Keine Angst. Okay, danke. Sie haben jetzt ja gerade eben von den Phasen des Wachstums gesprochen. Und wie würden Sie dann, oder wo sehen Sie den Park so in 10, 20, 30 Jahren, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken? Was wäre so das Ziel, wo Sie gerne hin? Also in 30 Jahren
ist mein Ziel, meine kleine Tochter hier zu sehen. Sie ist jetzt 2 Jahre und 2 Monate alt und ist eigentlich sehr talentiert. Und, aber das sagen alle Eltern. Sie ist sehr fröhlich, witzig, schläft nachts kaum. Vielleicht sieht man das hier an den Taschen unter meinen Augen. Und also definitiv meine Tochter im Park mit ihren Visionen. Und der große Wunsch ist bis dahin dann auch 1,5 Millionen Besucher erreicht zu haben, weil der Traum für einen Inhaber geführter Park ist, da man den Park so doll liebt und so doll lebt und durchlebt und ein- und ausatmet, hat man den Riesenwunsch, nicht nach Profite oder so, aber dass so viele Menschen wie möglich diesen Produkt, also diesen Park einfach berühren und erleben und sehen und wieder nach Hause fahren mit eventuell gewisse Werte, also Artenschutz, Naturschutz, Hoffnung, Begeisterung für eine bessere Zukunft, wo Mensch, Natur und Tier in Harmonie leben können. Also mir geht es überhaupt nicht um irgendwelche Gelder oder Profite, um irgendwelche Yachten irgendwo in Monaco zu besitzen, sondern ich lebe jeden Tag für diese Kinderaugen, die einfach begeistert und hüpfen, hier ganz glücklich durch den Park laufen. Also, so dass umso mehr von diesen Erwachsenen und Kinder, Kinder sind ungefähr 30%, umso mehr von diesen Besucher uns besuchen und wieder nach Hause voller Hoffnung und Begeisterung und Liebe für dieses Produkt wieder nach Hause fahren, umso mehr bin ich glücklich. Also das ist mein Ziel in 30 Jahren, also 1,5 Millionen Besucher. Vielen Dank. Wer hat denn noch eine Frage, außer Henrik? Kevin. Mal so durch, ne? So, Test. Ja, funktioniert. Perfekt. Hallo, ich bin der Kevin, falls man es ja nicht mitgekriegt hat. Erstmal nochmal großes Dank an die beiden, dass sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Wirklich, wirklich toll. Und allein auch nochmal dazu gesagt, dass man so hinter seinem Park steht, hinter dem, was man macht, dafür lebt, dafür brennt. Das ist so unfassbar schön und das merkt man heutzutage auch, finde ich, in vielen Parks, die nicht mehr familiengeführt sind, dass da die Seele verloren gegangen ist. Im Serengeti-Park merkt man, da ist sie da. Und das ist wirklich toll. Also nochmal da, vielleicht mal einen großen Applaus nochmal dafür. Und für euch. Ja, also so einen langen Applaus habe ich jetzt auch gerechnet. Fand ich super. Toll gemacht, Leute. Tolles Team hier. So, jetzt habe ich mir aber wirklich meine sehr große Frage. Sie haben ja schon gesagt, dass da im Notfall keine Antwort kommt, aber wir sind ja hier sehr viele Leute und jetzt frage ich mich, ob wir hier alle zusammen mit Ihnen, weil die Achterbahn steht ja offiziell noch nicht, den allerersten Spatenstich machen dürfen. Mit Ihnen zusammen. Ja, das ist schon eine ganz schön coole PR-Technik hier. Also, ich weiß ja nicht. Also ihr meint jetzt da auf der Baustelle, da war so ein Spaten und so ein bisschen Erde. Wir nehmen auch Hände, Schaufel, Löffel, also wir sind da ja sehr frei. Aber ich glaube, das wird alle ganz schön feiern hier, oder? Ja! Also, wenn es so die Daten oder so. Ihr habt das große Privileg, als Freizeitpark-Fans immer den Endprodukt zu sehen. Ihr glaubt nicht, was uns die Regierung und die Behörden hier lokal uns für Auflagen stellen. Also wir müssen wenn wir tiefer gehen als 50 cm, müssen wir bei jeder Baugenehmigung eine archäologische Prüfung abgeben. Das heißt, und diese archäologische Prüfung muss auch genehmigt werden. Also man kann nicht einfach in den Heideboden gehen,
und 5-6 Löcher machen, 1,50 Meter tief, um zu sehen, ob da irgendwelche Knochen oder Überreste sind von Napoleon oder irgendwas. Das darf man nicht, das muss man genehmigt bekommen. Zum Glück kostet in diesem Fall die Genehmigung nichts, aber die Dame, die das macht, die auch nichts dafür kann, aber die braucht mindestens 3-4 Wochen, weil sie natürlich ganz viele andere Bauprojekte hat, damit die Genehmigung kommt. Dann kommt ein Geologe und macht tatsächlich diese 8-9 Löcher, schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf, weil er sagt, hier hat höchstens Napoleon hingepollert. Vor ein paar hundert Jahren, mehr ist ja hier nicht. Es war ja alles Brachland oder Wald. Aber man muss es trotzdem machen. Aber gerne, wir können das gerne machen. Ja, weil wir gehen ja nicht 50 Zentimeter. Nee, ich hoffe nicht. Die Sache ist nur die, dass wenn wir, also wir haben ja eine Baugenehmigung und die gilt dann ab Saisonende. Wenn wir jetzt alle hingehen und den Spaten in den Boden stechen und dann ich morgen auf YouTube, Social Media, der offizielle Baustart der Achterbahn ist spätestens Montag die Baubehörde aus dem Heidekreis bei uns und sagt, was macht ihr da? Ja, also wir können das gerne machen, aber dann darf keiner fotografieren oder sonst irgendwas. Leute, ne? das nicht. Das ist das große Problem. Wenn wir jetzt hier anfangen und sagen, offizieller Baustart, der wird in der Achterbahn, dann ist morgen oder nee, Montag, aber jetzt haben wir Lust da. Ne? Also, sensibles Thema. Ich würde es vielleicht noch mal etwas verschieben. Wenn wir es nennen, erster Spatenstich, ist es ja kein Baubeginn. Hat er jetzt nicht Unrecht. Also, wir können gerne da gleich hingehen, da ist ja jetzt nicht viel. Ich kann auch gerne gleich noch einen Spaten besorgen oder auch zwei. Aber es darf bitte nicht heißen, offizieller Baustart der Die Steffi hat alles parat, die hat schon alles vorbereitet. Das hier ist ein Service. Respekt! Es ist eine Schaufel, damit kommt man noch nicht ganz so tief und damit bitte tu mir nur den Gefallen, kein offizieller Spatenstich der Gutzimmer Achterbahn. Es ist einfach nur, wir suchen Regenwürmer, keine Ahnung. Ja. Habt ihr gehört, machen wir so, wir suchen Regenwürmer, irgendwas anderes, aber nichts, was mit ersten Spatenstich, Leute. Also nein, nicht erster Spatenstich. Das müsst ihr versprechen. Ne? Versprechen wir das? Okay, dann kurze andere Frage, dann erstmal großes Dankeschön dafür. Wird es eine Wintersaison geben? Ich habe nicht gehört, ob es eine Wintersaison geben wird. Ah, eine Wintersaison. Also in diesem Winter definitiv nicht, weil uns haben natürlich, wie fast alle, die enormen gestiegenen, vor allen Dingen bei uns, Strompreise überrascht. Und die kamen auch so ganz plötzlich und ganz hoch. Und dann haben wir definitiv gesagt, also unser Experiment, was wir tatsächlich angehen wollen, den gehen wir als Familienunternehmen, aber so ein Risiko in diesem Winter nicht ein. Und das ist mir als verständlich. Deswegen, also da, ne, das ist doch mehr als okay. Wir freuen uns dann auf jeden Fall wieder auf den Frühling. Ne? Okay. So, wer will denn der Nächste sein? Ich habe keine Fragen mehr. Und nochmal danke für Ihre Zeit. Sie wär's. Ja, ich glaube, da passt eine Frage. Sie haben ja Jahreskarten und im Gegensatz zu anderen Parks, die eine Winterpause haben, keine Saisonkarten. Welchen Mehrwert bieten Sie denn im Winter? Also würde es eventuell in diesem Winter noch mal so ein cooles Weihnachtsvideo geben, wie wir es schon mal hatten? Ja, Mehrwert für den Winter. Wir werden definitiv die Jungtiere präsentieren. Wir haben mehrere Tiere, die schwanger sind. Die werden wir natürlich veröffentlichen. Die Fortschritte natürlich von Godzilla,
Wir überlegen nochmal so eine Art Weihnachtsmann-Video für die ganz Kleinen. Also ein bisschen Mehrwert wird kommen. Ich sehe da hinten noch eine Frage. Danke. Wie ist denn der aktuelle Stand vom Flugzeug? Von dem habe ich jetzt lange nichts mehr gehört. Also, das Flugzeug, ja. Wir kämpfen wie die Pitbulls seit fast einem Jahr mit der untersten Naturschutzbehörde in Langenhagen oder Region Hannover. Und es ist ein verständlicher Kampf. Natürlich für mich als Unternehmer bringt es sehr, sehr viele Geduldschübe, weil wir haben jetzt mehrere Gutachten verlangt, wie stark wir jetzt doch in die Natur eingreifen mit dem Transport von dem Rumpf. Also wir haben hier schon die Triebwerke und die Stabilisatoren, wir haben Spitze und den Hintern, also ganz viele Teile sind schon hier. Demnächst kommen die zwei großen Flügel. Und jetzt bleibt das große Problem dieser Transport des Rumpfes. Der Rumpf ist 49 Tonnen schwer und fast 47 Meter lang und hat einen Durchmesser von 5,90 Meter. Das heißt, es passt unter keine Autobahnbrücke. Wir müssen also durch die Wedemark, und diese Gemeinde Wedemark sieht das etwas problematisch, diesen Riesenzäpfchen, wie ich ihn nenne, da durchzuschieben. Und ich nenne ihn Zäpfchen, weil unser Transporteur möchte so Holzplatten um den Rumpf oben befestigen und die mit Vaselin beschmieren. Also mehr Zäpfchen als das geht nicht. Ja, und das Problem ist, wir haben von der Deutschen Bahn eine Sperrpause bekommen, weil wir auf Höhe Bennemühlen über zwei Bahnschienen überqueren müssen. Und um das zu schaffen, müssen vier Kabel von solchen speziellen Bagger der Bahn abgeklemmt werden. Und nach den 20 Minuten, wo das dauern würde, den Rumpf durchzutransportieren, müssten diese Kabel natürlich ganz schnell wieder zurück. Das braucht aber alles 4 Stunden. Und dafür braucht man eine Bahnsperrpause. Die haben wir natürlich am 5. Oktober bekommen. Und wir haben aber am 9. Oktober Landtagswahlen in Niedersachsen. Von daher, genau, werden die jetzt alle ein bisschen hebelig. Ich schätze also, dass wir eine neue Sperrpause suchen werden müssen, weil ich glaube, dass die sich das nicht trauen werden, so kurzfristig vor der Wahl so ein umstrittener Transport durchzuführen. Das ist jetzt ungefähr der Lagebericht. Tut mir leid, dass ich keine noch bessere Nachricht. Ja, danke schön. Dann haben wir noch Zeit für eine letzte Frage. Frage. Der Serengeti-Park hatte ja letztes Jahr schon ein tolles Halloween-Event. Kann man damit rechnen, dass in den nächsten Jahren die Halloween-Events noch ein bisschen ausgeweitet werden? Mehr Grusel eingefügt? Also, Sie haben hier einen Mann, der, ich glaube, wie lange hast du gebraucht? 2 Jahre, um mich zu überzeugen. Hey, 2 Jahre. Also, ich war ziemlich schnell, weil
ich musste bis zu 4 Jahre bei meinem Vater an die Knöchel. Also hattest du noch. Er hat mich dann überzeugt nach 2 Jahren und hat so eine geile Halloween-Kulisse und Ideen und Mazes hingelegt. Erstmal mit einem ganz kleines Budget, dass jedes Jahr, jetzt wo er natürlich Anfragen kommt, kann ich ein bisschen mehr haben, kann ich ein bisschen mehr Budget haben. Ich natürlich nach 6 Sekunden schon sage, ja komm, hau ab. Mach deine Mazes und so. Also wir werden schon dieses Jahr. Ne? Genau, ja, ja. Das ist der Vorteil, wenn man in einem familiengeführten Betrieb arbeitet. Man geht einfach hin und sagt, kann ich ein paar Euro mehr haben? Ja, und macht. Wir haben letztes Jahr insgesamt 3 Maces, beziehungsweise 4 mit einer Outdoor-Maze gehabt. Und wir haben letztes Jahr gesehen, dass es doch wirklich sehr erfolgreich war. Nach wie vor verzichten wir natürlich auf diese ganzen Splatter- und Blutsachen. Wir wollen natürlich immer noch ein familienorientiertes Halloween haben, natürlich dann halt auch abends ein bisschen gruseliger. Und wir werden in diesem Jahr jetzt nochmal erweitern, dass wir noch ein 4. Zelt dazu bauen, was dann halt aber auch eher dann für die jungen, erwachsenen, Jugendlichen ist. Da will ich jetzt aber noch nicht so viel verraten. Es wird auf jeden Fall in dieser Maze so eine Art auf Point of No Return geben. Das heißt also, wenn ich irgendwann mal eine Linie überschritten habe, muss ich diesen ganzen Maze durchlaufen, kann vorher nicht mehr abbrechen. Das wird aber vorher noch alles erklärt, was da passiert. Also es wird auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Dann bleibt natürlich auch, wie im letzten Jahr, Ghost Town Maze, Clown Town Maze machen wir auch nochmal. Und dann das Kinderzelt bauen wir komplett neu um. Das war ja so ein bisschen auf Halloween mit für die Kinder dekoriert. Das bleibt auch halt auch eine Familienmaze oder eine Kindermaze, aber die bekommt eine komplett neue Thematisierung. Und dann haben wir natürlich jetzt auch noch mal in Amerika fleißig eingekauft mit Dekorationsartikeln. Also wir werden auf jeden Fall dieses Jahr schon größer und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da müssen wir zu nicht vergessen die Towers, ne? Die willst du auch haben. Ja, genau. Aber die Tower, die bauen wir auch ein bisschen mit ein. Da wird es dann auch ein paar Sachen geben, wo man sich erschrecken kann, abends, tagsüber natürlich nicht. Weil jetzt ist es so, dass teilweise die kleinen Kinder schon ein bisschen Angst haben. Jetzt, wenn man da reingeht, wenn die erste Animatronik schon gegen die Gitter, dann die meisten Kinder schon so ein bisschen eingeschüchtert. Deswegen machen wir das nur abends, wenn wir da ein paar Live-Erschrecker drin haben. Aber es bleibt natürlich da auch und auf jeden Fall eine Familienattraktion auch abends. Und ich muss sagen, meine Damen und Herren, großes Lob an Jörg Kraft, weil er hat durch dieses Überzeugen und das ganze Herzblut und Fantasie und Kreativität, was er reingesteckt hat in dieses Thema Halloween, unsere Oktober natürlich zu was ganz anderem verwandelt, als was sie waren. Wir hatten Oktober mit 30.000, 40.000 Besuchern und jetzt kommen 90.000. Also vielen Dank. Ja, nein, ich glaube, da kommen Halloween diesmal dann noch ein mehr Leute. Jetzt sind wir sehr neugierig und freuen uns dann vielleicht auch nachher mal reingucken zu können. Aber jetzt erstmal haben wir noch eine Kleinigkeit für eure Zeit und für eure Antwort. Bitte sehr, wir haben alle so ein Goodie-Bag bekommen. Natürlich sollt ihr auch einen bekommen. Vielen Dank. Und viel für die Zeit und ja, für das ganze Event. Super, vielen, vielen Dank. Das ist da, wo die Schienen jetzt gelagert sind. Ich habe die Schlüssel auch schon eingepackt und nicht vergessen, das war meine größte Sorge, Schlüssel zu vergessen. Gehen wir einmal rüber, dann mache ich das Tor auf, so in 10 Minuten treffen wir uns noch, dann gehen wir alle gemeinsam. Wo genau ist das? Weiß das selber nicht. Bitte? Wo ist das denn? Wir gehen zusammen. Wir treffen uns dann vor dem Zelt, dann laufen wir gemeinsam rüber. Machen wir so? Super. Bis gleich. Danke.